Hi, hier ist wieder Christian und in diesem Video möchte ich euch mal wieder einen Multimedia- und auch Spieletest zeigen und zwar, wie vielleicht sogar einige von euch erkennen werden, auf dem brandneuen Huawei P9 Plus. In meinem Unboxing vor einigen Tagen habe ich schon mal erwähnt, dass P9 Plus ist das momentan stärkste Huawei-Smartphone der P-Serie bedeutet. Wir haben in diesem Gerät nicht nur den gleichen und auch vor allem sehr starken Kirin 955 Prozessor wie im Huawei P9 und auch die gleiche Grafikeinheit, sondern sogar 4 GB Arbeitsspeicher, das heißt in diesem Fall 1 GB mehr als im ganz normalen Huawei P9. Es gibt noch weitere Unterschiede hinsichtlich des Displays, das heißt die Diagonale ist etwas größer, nämlich 5,5 Zoll, ebenfalls Full High Definition Auflösung und wir haben hier eine andere Display-Technologie an Bord, nämlich AMOLED. AMOLED kam letztmalig, glaube ich, beim Huawei Mate S zum Einsatz. Beim Huawei P9, also dem kleinen Huawei P9, dem ganz normalen muss man natürlich sagen, kommt ein IPS-Panel zum Einsatz. In diesem Video gehe ich vor allem auf zwei Spiele ein, nämlich zum einen Spider-Man Unlimited, das starte ich schon mal im Hintergrund, auf Asphalt 8. Und im zweiten Teil des Videos gehe ich nochmal auf die Musikwiedergabe ein und vor allem auf den Sound der Lautsprecher, denn wir haben hier entgegen des normalen Huawei P9 Stereo-Lautsprecher an Bord. Zumindest werden diese Lautsprecher von Huawei so beworben, das heißt im oberen Bereich, hier in der Hörmuschel sitzt ein Lautsprecher und im unteren Bereich, das heißt im Fuße des Gerätes, sitzt ein zweiter Lautsprecher bzw. in diesem Fall der Hauptlautsprecher. Wie das Ganze sich anhört, das heißt, wie die Qualität der Musik ist, wie die Lautstärke ist und vor allem, ob man hier wirklich von Stereo-Lautsprechern sprechen kann und darf. Das erkläre ich euch im zweiten Teil. Jetzt im ersten Teil schauen wir uns erstmal die Spiele-Performance an und ihr habt es eben gesehen, das Spiel Spider-Man Unlimited ist wirklich rasend schnell geladen worden. Das heißt, hier gibt es überhaupt keine Beanstandung und ihr seht auch hier, die Aktionen auf dem Display werden hier wirklich 1:1 umgesetzt, so wie man das wirklich von einem High-End-Smartphone gewohnt ist und auch erwarten darf. Das heißt, hier gibt es erstmal überhaupt keine Probleme, dieses Spiel auf dem Huawei P9 Plus zum Starten zu bringen und vor allem auch zu spielen. Ihr seht es, jetzt kommt eine kleine Zwischensequenz. Der Kobold, in diesem Fall der Graue, der lacht mich etwas aus. Ich muss ihm noch so ein paar Kisten oder Boxen entgegenschleudern. Das war die falsche. Das ist die erste. Nachdem ich das paar Mal gemacht habe, dürfte er auch besiegt sein, wenn ich nicht einfach nur gegenlaufen würde. Aber ich glaube, ihr habt die Demo ganz gut erkennen können. Das läuft wirklich absolut flüssig hier auf dem Huawei P9 Plus. Und vor allem mit dem großen 5,5 Zoll großen Display, AMOLED-Display, ist auch genügend Fläche vorhanden, um Aktionen auf dem Display durchführen zu können. Als zweites nehme ich Asphalt 8. Das teste ich auch natürlich in jedem oder auf jedem Gerät. Und bevor ich starte, gehe ich erstmal ganz kurz in die Settings. Ich habe das natürlich im Vorfeld schon mal ausprobiert. Ja, ich möchte meine Cloud-Daten verwenden und kann euch sagen, dass in diesem Fall wirklich die höchste Grafikqualität oder Qualitätsstufe beim Spielen von Asphalt 8 ausgewählt wurde. Ihr seht es hier unten, Grafikqualität auf ganz nach oben geschraubt. Das heißt, ihr seht jetzt im Laufe des Spiels wirklich alle möglichen Effekte, die hier auf dem Smartphone angezeigt werden können. Und ich starte einfach mal hier in Klasse C. Ich hoffe, dass jetzt nicht noch Daten heruntergeladen werden müssen, da ich das Spiel das erste Mal starte. Das kann ab und zu mal passieren, beziehungsweise auf einigen Smartphones passiert das, die nicht genügend internen Speicher zur Verfügung haben. Aber ihr seht es auch hier wieder, die Ladegeschwindigkeit steht einem Galaxy S7 oder auch HTC 10 in nichts nach. Das heißt, hier ist wirklich absolute High-End-Hardware verbaut worden. Ich gehe mit der Lautstärke etwas nach oben, werde mal ein paar Sekunden anspielen. Und ihr seht es auch hier, wenn ich auf das Display tippe, werden wirklich meine Aktionen bzw. Interaktionen mit dem Display 1:1 umgesetzt. Wir haben hier Licht- und Schatteneffekte. Da gibt es wirklich überhaupt keinen Grund zur Kritik. Auf der rechten Seite, also hier, wo mein rechter Daumen gerade so etwas winkt, wird die Navigationsleiste ausgeblendet. Das heißt, ihr könnt auch keine Fehleingaben vornehmen, sodass ihr hier aus dem Spiel mal zurückkehrt bzw. auf den Startscreen geht. Das ist also gewährleistet, dass es hier keine Fehleingaben gibt. Von daher gibt es auch in diesem Bereich ohne Probleme bzw. keinen Grund zu meckern, dass irgendwelche Spiele hier
auf dem Huawei P9 Plus nicht zum Laufen gebracht werden könnten. Ich habe mir auch GTA San Andreas, glaube ich, runtergeladen. Das läuft auch ohne Probleme. Das ist wirklich absolut machbar. Das heißt, das Ding ist wirklich für alle möglichen Situationen geeignet, für alle Spiele geeignet, genauso wie natürlich für Multitasking oder auch andere Anwendungen, die ihr im Wechsel betreibt. Das ist wirklich allererste Sahne. Was Huawei hier nicht nur mit dem P9 Plus, sondern auch mit dem P9 abgeliefert hat, zumal man hier von Preisen über 500 Euro spricht. Ich glaube, diese Demonstration bei Asphalt 8, die ist Genüge. Und ich gehe dann einfach mal in den zweiten Teil über, um euch die Musik-App zu zeigen, beziehungsweise vor allem den Lautsprecher auf diesem Smartphone. Ich gehe dazu einfach ganz normal wieder auf meinen Startscreen und ich zeige euch mal ganz kurz, wie viele Anwendungen ich im Hintergrund hatte. Das heißt, ich habe keine einzige Anwendung geschlossen, die ich jetzt im Laufe des Tages benutzt habe. Das heißt, alle Anwendungen sind im Taskmanager noch hinterlegt gewesen, sodass es auch hier beim Starten überhaupt keine Probleme gab. Ich werde jetzt die ganz normale Musik-App von Huawei starten. Ich habe jetzt hier drei Titel heruntergeladen. Die sind von YouTube, das ist freie Musik. Und ich werde mal alle drei Titel anspielen und werde das Ganze mal bei moderater Lautstärke, würde ich es mal nennen, starten. Als erstes diesen Titel Silver und ich gehe einfach mal auf 50% und ihr hört euch an, wie sich das Ganze anhört. Und ihr könnt es hören, das hört sich wirklich richtig gut an. Wir sind jetzt bei 50% ungefähr der Lautstärke. Vom Klang her würde ich das wirklich als fast sehr gut bezeichnen. Wir haben hier einen relativ betonten Bass. Das heißt, bei dieser Lautstärke haben wir auch wirklich etwas Bass dahinter. Und es gibt zwei Unterschiede bei den Lautsprechern. Ich habe das am Anfang schon mal angesprochen. Darf man hier überhaupt von Stereo-Lautsprechern sprechen? Ja, es kommt sowohl aus der Hörmuschelmusik als auch aus dem unteren Teil. Allerdings gehören diese beiden Lautsprecher zusammen. Das heißt, die funktionieren wirklich nur richtig gut in Kombination. Solltet ihr einen der beiden Lautsprecher bedecken, sei es der obere oder den unteren Lautsprecher, hört sich das Ganze schon etwas anders an. Aus dem unteren Lautsprecher kommen nur die Bässe und auch mittlere Töne. Aus dem oberen Lautsprecher und das auch relativ leise, obwohl man das hier im gemeinsamen Betrieb überhaupt nicht hört, kommen eigentlich nur die Höhen. Ich werde jetzt dieses Lied nochmal abspielen und im Video dann einfach mal den unteren und oberen Lautsprecher zuhalten und ihr hört euch einfach mal an, wie sich das Ganze anhört. Und ich glaube, ihr habt das jetzt ganz gut hören können. Es ist wirklich so, dass aus dem oberen Lautsprecher nur die Höhen kommen und wenn ich den zuhalte, höre ich aus dem unteren Lautsprecher logischerweise nur die Bässe und die Mitten. Das heißt, dieses Erlebnis, dieses Musikerlebnis ist absolut eingedämpft, getrübt. Das heißt, ihr müsst wirklich beide Lautsprecher frei haben, damit ihr auch wirklich guten Klang hier auf dem Huawei P9 Plus wahrnehmen könnt. Ich nehme jetzt nochmal ein anderes Lied und werde das einfach mal etwas höher machen. Und was ich festgestellt habe, ist, dass wieder bis zu einer Lautstärke von um die 80% die Lautstärke sich aktuell immer etwas erhöht. Das heißt, es wird immer etwas lauter. Allerdings muss ich auch sagen, dass ab 80% sich nicht mehr viel tut. Das heißt, die Lautstärke bleibt eigentlich relativ gleich. Und ich muss auch sagen, dass meiner Meinung nach der Lautsprecher ab 60, 65 bis 80% etwas unsauber klingt. Aber hört es euch selbst an. Ich werde während des Liedes ab und zu nochmal den oberen bzw. unteren Lautsprecher abdecken und hört euch einfach mal die Klangqualität an, wenn ich hier lauter werde. Das dürften jetzt so etwas um die 50, etwas mehr als 50% sein. We'll be right back.
Ich glaube, ihr habt es wirklich relativ gut hören können in diesem Fall, dass die Lautstärke, je höher man geht, etwas unsauberer wird. Und ich glaube, das größte Problem bei diesen Stereo-Lautsprechern bzw. bei dieser Kombination aus beiden Lautsprechern besteht darin, dass der obere Lautsprecher in der Hörmuschel oder vielleicht ist es sogar auch nur die Hörmuschel, die auf extrem laut gestellt wird, einfach die Höhen bei diesen hohen Lautstärken nicht mehr wirklich sauber wiedergeben kann. Der untere Lautsprecher, also der die Bässe liefert und der auch die Mitten liefert, der hat eigentlich nicht das Problem. Das Problem liegt meiner Meinung nach eher bei dem oberen Lautsprecher. Wie gesagt, bis 50% hört sich das alles super an. Filme schauen, man hat wirklich das Gefühl, dass aus beiden Lautsprechern die Musik kommt, sowohl links als auch rechts, beziehungsweise oben und unten. Wenn man allerdings einen von den beiden Lautsprechern zuhält, und das kann immer mal passieren, klingt das Ganze wirklich komplett anders. Und wo der obere Lautsprecher wirklich Probleme hat, ist bei hohen Lautstärken. Das Telefon an sich bzw. die Lautsprecherkombination ist wirklich sehr laut, das muss man schon sagen, aber so ab 65-70% ist der obere Lautsprecher meiner Meinung nach etwas überlastet. Damit bin ich auch schon wieder am Ende meines Multimedia- und Spieletestes auf dem Huawei P9 Plus. Ich glaube, ich konnte euch vor allem zu der Lautsprecherkombination aus Basslautsprecher und auch Lautsprecher für die Höhen einige wichtige Informationen mitgeben. Ich freue mich natürlich, dass ihr dabei wart und würde mich natürlich auch über ein kurzes Feedback zu diesem Video freuen, beziehungsweise wenn ihr auch in den zukünftigen Videos wieder einschaltet. Bis dahin, macht's gut und ciao!